ich Sie fragen, aus welchem Teil des Landes Sie kommen? Ich stamme aus Kanada. Wahrscheinlich weißt du gar nicht, wo das ist. Doch, ich weiß, wo Kanada ist. Ich bin da schon mal gewesen. Weit gereist für einen Sklaven. Solomon Ossoff ist ein hervorragender Geigenspieler. Ich wurde als freier Mann geboren, lebte mit meiner Familie in New York. Seid lieb zu eurer Mutter. Bis zu dem Tag, an dem ich getäuscht, auf Solomon, entführt und in die Sklaverei verkauft wurde. Na, Freundchen, wie geht's dir jetzt? Mein Name ist Solomon Northup. Ich bin ein freier Mann und Sie haben keinerlei Recht, mich festzuhalten. Du bist kein freier Mann. Du bist nichts weiter als ein entflohener Nigger. Went down to the River Jordan. Der Knecht aber, der nicht nach dem Willen seines Herrn tut, wird viele Schläge erleiden müssen. Sagt die Bibel. Wie die Arbeiter hier behandelt werden, das ist Unrecht. Sie sind mein Eigentum. Sie sagen das voller Stolz. Ich sage es, wie es ist. Antworte! Mit Eigentum kann man machen, was man möchte. Puh! Komm her. Mr. Abbott. Komm her, habe ich gesagt! Vor einigen Tagen war ich noch bei meiner Familie, in meinem Haus. Soll das alles verloren sein? Wenn du überleben willst, tu und sag so wenig wie möglich. Ich will nicht überleben. Ich will leben. Ich dachte, du hast Ahnung davon! Ich habe ihre Anweisungen befolgt. Wenn etwas falsch ist, waren die Anweisungen falsch. Der Master hält dich als Arbeitskraft. Widerworte bringen dir 100 Schläge ein. Ich weiß, wie es ist, der Willkür des Masters ausgesetzt zu sein. Es wird der Tag kommen, da wird Gott über ihn richten. Ich werde überleben! Ich werde nicht verzweifeln und voller Mut bleiben, bis ich wieder in Freiheit bin! Ich war ein freier Mann. Ich bin kein Sklave.